Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Eine Krebsdiagnose ist immer erst einmal ein Schock. Und dann stellt sich die Frage, wie wird die Behandlung aussehen? Gibt es eine Chemo? Gibt es eine Bestrahlung? Gibt es eine Operation? Und wenn ja, in welcher Reihenfolge? Heute sprechen wir über den Darmkrebs und zwar insbesondere über den Mastdarmkrebs. Bei mir ist Dr. Robert Maximilian Jenner. Er ist Oberarzt in der Klinik für gastrointestinale und kolorektale Chirurgie an der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Sagen Sie uns erst einmal, der Mastdarm, was macht den im Bereich des Darms so besonders? Also man muss erst mal sagen, der Mastdarm oder wir sagen dazu auch Rektum ist ein Teil des Dickdarmes. Der Dickdarm, der erstreckt sich im Prinzip wie ein Rahmen im Bauchraum. Das heißt, auf der rechten Seite geht der Dünndarm über in den Dickdarm. Da zieht er dann einmal hoch, läuft im Oberbauch einmal quer rüber, auf der linken Seite dann wieder runter und dann im linken Unterbauch ist der sogenannte S-Darm, da sagen wir auch Sigma dazu. Und die letzten 16 cm vom Dickdarm, das ist das Rektum, der Mastdarm. Und was ist da jetzt für Sie als Mediziner so speziell? Gerade in der Therapie von Krebserkrankungen, vom Mastdarmkrebs, ist es immer wichtig, genau zu wissen, wo sitzt der Krebs. Es ist nämlich ein erheblicher Unterschied, ob wir von Tumoren im Bereich des Dickdarms, beispielsweise im Sigma, also dem S-Darm, liegt, oder ob der Tumor im Bereich des Mastdarmes, also dem Rektum, liegt. Warum? Die Therapie vom Darmkrebs ist auch schon relativ komplex. Vorweg müssen wir da immer einige Untersuchungen machen, um genau zu wissen, wie die Größenausdehnung des Tumors ist. Nicht nur lokal, sondern was uns auch interessiert ist, ob der Tumor eventuell gestreut hat. Das interessiert uns beim Darmkrebs, beim Dickdarmkrebs, aber auch beim Mastdarmkrebs. Und das können wir in Untersuchungstechniken wie beispielsweise der Computertomographie ganz gut sehen. Anhand dessen entscheidet sich dann, was der nächste Schritt ist. Häufig ist tatsächlich bei Darmkrebs die Situation so, dass wenn die Diagnose gestellt wird und keine Fernmetastasen, also in der Leber oder in der Lunge vorliegen, dass dann die Operation der nächste Schritt ist. Beim Mastdarmkrebs ist das etwas anders. Warum? Beim Mastdarmkrebs haben wir häufig auch die Situation, dass dieser lokal fortgeschritten ist, da auch Lymphknoten in der Gegend vergrößert sind, möglich tumorbefallen sind, aber auch, dass er manchmal sehr nah am Schließmuskel ist. Und all diese Faktoren, die sind wichtig, nicht nur für die Operation, sondern auch, um möglichst auf lange Sicht ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ja, ich glaube, also diese Nähe zum Schließmuskel, das ist ja auch das, was Patienten oder Laien ganz besonders beeindruckt. Also das ein Stück Darm rauszunehmen, das gilt ja mittlerweile als etwas, eine hohe Kunst, ja, aber kein Zauberwerk mehr. Aber wenn es Richtung Schließmuskel geht, haben ja viele Angst am Ende auch davor, dass der Schließmuskel rausgenommen werden muss. Genau, deswegen ist es ganz am Anfang der vor der Operation immer wichtig, die Entfernung zum Schließmuskel festzustellen. Ja. Das macht man mit einer sogenannten starren Rektoskopie. Mit der Darmspiegelung kann man das auch in etwa machen, aber da muss man immer noch mal, oder der Operateur sollte immer vor einer Operation noch mal eine weitere Untersuchung machen, damit er auch dann weiß, worauf er sich bei einer Operation einstellt und natürlich auch schon mal abschätzen kann, ob wir die Operation Schließmuskel erhalten machen können oder eben nicht. Genau, darüber wollen wir später noch sprechen. Aber erst einmal, die Grundsatzfrage war ja, macht man eine Chemo, macht man eine Bestrahlung, operiert man gleich, in welcher Reihenfolge funktioniert das? Ja. Was ja mir als Laien schon mal sagt, bei Ihnen steht ein Team. Das heißt, es gibt nicht nur den Chirurgen, es gibt dann auch den Onkologen und eben auch noch andere Strahlentherapeuten und so weiter. Aber gibt es da so eine Faustformel, dass man sagt, na, Mastdarmkrebs, da operiert Operieren wir gleich oder erstmal nicht? Es gibt tatsächlich Formen oder Stufen vom Mastdarmkrebs, die man nicht immer operieren muss. Manchmal kann man die auch tatsächlich durch ein lokales Verfahren, wie beispielsweise bei einer Darmspiegelung, entfernen oder auch im Rahmen einer Operation lokal entfernen, aber es muss nicht gleich der ganze Mastdarm entfernt werden. Ja. Wenn die Tumoren jetzt aber fortgeschrittener sind, dann empfiehlt sich häufig, dass man eine Vortherapie durchführt. Mhm. Diese Vortherapie beinhaltet neben einer Chemotherapie auch eine Bestrahlung lokal von dem Tumor. Mhm. Diese Kombination, die ist häufig auch deshalb sinnvoll, weil man mit der Bestrahlung zum einen den Tumor
von der Größe her kontrolliert und häufig also verkleinert. Auch verkleinert, mhm. genau. Mhm. Und häufig ist das auch sinnvoll, gerade im Hinblick auf die Operation, wenn der Tumor sehr nah am Schließmuskel ist. Warum? Unser Ziel ist es ja immer, die Lebensqualität in den Vordergrund zu stellen. Und für eine gute Lebensqualität ist es für viele Menschen auch ganz, ganz wichtig, dass sie auch in Zukunft ganz normal auf Toilette gehen können. Also heißt, ihren Schließmuskel erhalten können. Und was macht die Bestrahlung? Also die verkleinert den Krebsherd und macht darum ihn auch besser operabel, sage ich mal, wenn er ganz nah am Schließmuskel ist. Habe ich das so verstanden? Ja, wirklich besser operabel wird es dadurch häufig nicht, weil es durch die Bestrahlung natürlich auch das umgebende Gewebe etwas mitreagiert. Ja. Aber der Ziel der Bestrahlung ist, dass wir zum einen eine lokale Tumorkontrolle haben, und also heißt, dass der Tumor nicht weiter wächst und im besten Falle, dass der Tumor sogar etwas schrumpft. Ja, dadurch kann er, wenn er sehr groß ist, tatsächlich auch mal leichter sein zu operieren. Ja. Auf lange Sicht ist eine Bestrahlung häufig auch deshalb vorteilhaft, weil das Lokalrezidivrisiko gesenkt wird. Das heißt, dass der Krebs irgendwann wiederkommt. Kann das also heißen, dass so eine Bestrahlung nicht nur vor der OP, sondern auch danach nochmal erfolgt? Je nachdem. Manchmal gibt es auch die Situation, dass beispielsweise in einem Notfall operiert werden muss. Und dann ist das eben nicht so geplant möglich, dass man eine Chemotherapie und Bestrahlung durchführt. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man das beispielsweise danach nochmal bestrahlt. Und ich habe gehört, so eine Bestrahlung kann durchaus einige Wochen oder Monate vor der eigentlichen OP liegen, was ja auch erstmal, wo man auch erstmal denkt, ich habe doch Krebs, also müsst ihr da nicht jetzt sofort operieren, aber es scheint nicht so zu sein. Ja, die Situation ist häufig für viele Patienten wirklich befremdlich, weil viele denken sich, ich habe Krebs und der muss rausoperiert werden. Aber unser Ziel ist es natürlich auf lange Zeit, auf lange Sicht ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und da ist diese Bestrahlung und auch die Chemotherapie in Kombination häufig wirklich sinnvoll. Was bezweckt die Chemo? Die Chemotherapie dient zum einen dafür, dass wir einmal eine systemische Kontrolle haben. Es ist ja so, dass wir eine Tumorerkrankung haben und bei jeder Tumorerkrankung ist es so, dass auch kleine Krebszellen, die man nicht mit dem bloßen Auge sieht, die man in keiner Computertomographie sieht, dass die im Körper zirkulieren. Und mit dieser Chemotherapie wollen wir genau diese Zellen angreifen, sodass der Tumor sich nicht weiter ausbreiten kann und wir quasi im ganzen Körper eine Kontrolle über den Tumor haben. Mhm. Ja? Ist sie vor der OP oder danach? Das ist in Kombination mit der Chemo, mit der Bestrahlung. Mhm. Ja? Also das ist, da sprechen die Onkologen, die Krebsspezialisten sich immer auch mit den Strahlentherapeuten ab und da gibt es ein ganz bestimmtes Schema, wie diese Vortherapie aussehen sollen. Ja, und kann es sein, dass das auch nach der OP noch eine Chemo gibt? Ja, das ist auch möglich. Mhm. Um aber nochmal zur Vortherapie zu kommen, die Chemotherapie, das ist dieser eine Punkt und die Bestrahlung, das ist der zweite Punkt von der Vortherapie und die dauert in der Regel 4 bis 6 Wochen. Ah ja, so es ist aber nicht so, dass man direkt nach Abschluss dieser Vortherapie gleich operiert, sondern man wartet auch nochmal 6 bis 8 Wochen tatsächlich bis zur Operation. Das heißt, das hat einfach den Hintergrund, dass die gerade die Bestrahlung nicht nur in dem Moment wirkt, sondern auch etwas verzögert wirkt. Und nach Studienlage haben wir einfach auch über die Jahre jetzt herausgefunden, dass die besten Ergebnisse tatsächlich dann da sind, wenn man 6 bis 8 Wochen abwartet, bis man operiert. Ja, das ist schon eine anspannende Zeit, eine angespannte Zeit dann auch natürlich für den Patienten. Lassen Sie uns auch über die Operation jetzt reden. Wie muss ich mir die Operation grundsätzlich vorstellen? Also prinzipiell müssen wir erstmal unterscheiden, wie man operiert und es ist auch immer wichtig zu wissen, wie ich schon gesagt habe, wo der Tumor genau liegt. Mhm. Wir teilen den Mastdarm in 3 Abschnitte ein. Der obere, der mittlere und der untere Abschnitt. Wenn die Tumoren im oberen Abschnitt liegen, dann ist häufig so eine Vortherapie, wie eben besprochen, gar nicht notwendig, sondern dann kann man gleich operieren. Und auch dann ist häufig nicht die komplette Entfernung des Mastdarmes notwendig, sondern nur eine Teilentfernung. Mhm. Wenn der Tumor allerdings im mittleren oder im unteren Bereich des Mastdarmes liegt, dann sollte man tatsächlich den ganzen Mastdarm entfernen, bis unmittelbar überhalb dem Schließmuskel und auch alle Lymphknoten, die in diesem Bereich sind, mit entfernen. Mhm. Diese Operation können wir dann mit unterschiedlichen Operationstechniken durchführen.
Lange Zeit war es so, dass das offene Operationsverfahren der Standard war. Das heißt, über einen großen Bauchschnitt hat man die Operation durchgeführt. In den letzten Jahren, und das versuchen wir auch jedem Patienten tatsächlich anzubieten, ist die minimalinvasive Technik. Mhm. Das heißt, dass über kleine Schnitte der Tumor herausoperiert werden kann. Ja, mit dem Roboter tatsächlich auch? Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir diese Operation mit dem Roboter durchführen. Mhm. Das hat tatsächlich den Vorteil, dass man zum Teil eine viel bessere Sicht auf die wichtigen Strukturen hat. Es sind ja auch ganz viele Nerven beispielsweise in der Nähe, der Harnleiter ist in der Nähe, Blutgefäße sind in der Nähe und all das wollen wir ja schützen. Mhm. Wenn wir mit dem Roboter operieren, haben wir da eine sehr gute Auflösung und eine sehr gute Möglichkeit, sehr präzise zu operieren. Eine Frage interessiert sicherlich sehr viele auch noch, und das ist die Frage des künstlichen Darmausgangs. Sie haben es ja auch schon angedeutet. Da gibt es ja den vorübergehenden, da gibt es aber auch den bleibenden. Wann muss ich damit rechnen, dass ich mit einem bleibenden künstlichen Darmausgang zu tun habe? Ein bleibender künstlicher Darmausgang wird häufig nur dann notwendig, wenn der Tumor wirklich so tief sitzt, dass der ganze Schließmuskel mit entfernt werden muss. Ja. Dann ist nämlich eine Rekonstruktion, also ein Wiederanschluss an den Anus nicht möglich. Wenn allerdings der Schließmuskel erhalten werden kann, dann ist es immer unser Ziel, dass wir den Darm wieder anschließen, sodass man auch in Zukunft normal auf Toilette gehen kann. Allerdings ist es so, dass da die Komplikationsrate relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Anastomosen, also das heißt Darmneuverbindungen. Und deswegen versuchen wir immer, diese Anastomose, also diese neue Darmverbindung, zu schützen. Und das ist möglich, wenn man vorübergehend einen künstlichen Darmausgang vorschaltet. Also heißt, das Ziel ist es einfach, dass über diese neue Darmverbindung kein Stuhl drüber läuft und das erstmal in Ruhe zur Abheilung kommen kann. Das heißt also der Versuch ist, die beiden Darmenden wieder zu verbinden. Das dauert aber eine Zeit, bis das zusammengewachsen ist. Und damit man sich nicht an sich selbst infiziert, gibt es dann einen künstlichen Darmausgang. Ich weiß, da gibt es Therapeuten, die einem genau erklären, wie das geht. Was weiß ich vor der OP? Weiß ich vor der OP, worauf das Ganze zulaufen könnte? Ja, also in der Regel wissen wir schon, in welche Richtung es geht. Ob man dauerhaften künstlichen Darmausgang bekommt oder nur einen vorübergehenden künstlichen Darmausgang. Wenn das aber Thema ist, dann versuchen wir natürlich aber auch alle Patienten ausreichend aufzuklären. Das heißt, das ist häufig wirklich so ein Punkt, vor dem die meisten Patienten Angst haben. Ja, noch ja. Häufig viel mehr Angst als vor der eigentlichen Krebserkrankung. Ja, ja. Das muss man allerdings gar nicht haben, weil so ein künstlicher Darmausgang ist extrem gut zu versorgen heutzutage. Es gibt viele Möglichkeiten, den sicher zu versorgen, sodass es auch geruchsdicht ist und dass man es auch gar nicht sieht. Man kann, glaube ich, auch eine ganze Menge damit machen im alltäglichen Leben, oder? Ja, also es gibt sicherlich mehr Menschen, als uns bewusst ist, die einen künstlichen Darmausgang haben und wir sehen es einfach nicht. Ja. Und der Alltag ist natürlich, man muss sich erstmal ein bisschen anpassen. Ne? Allerdings kann man ein ganz normales Leben führen mit einem künstlichen Darmausgang. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!